Am zweiten Wettkampftag beim Junior European Judo Cup stehen die Entscheidungen in den schweren Gewichtsklassen der Herren und den leichten der Damen an. Aus deutscher Sicht besonders interessant der topgesetzte Potsdamer Erik Abramow, der im Schwergewicht über 100 Kilo antritt, und die Neu-Berlinerin Annika Würfel in der Klasse bis 52 Kilogramm. Also vor allem ist es erstmal sehr schön, mal in meinem neuen Zuhause zu kämpfen. Ich bin ja gerade nach Berlin gezogen. Und vor der Familie, die es ja natürlich hier überhaupt nicht weit hat. Und es ist auch nochmal eine gute Standortbestimmung, weil das schon ein gut besetzter European Cup ist, ähnlich wie in Leibniz. Und ja, also hier sind nochmal echt die Top-Leute dabei. Und wenn man hier eine Medaille holt, glaube ich schon, dass da auch bei den Höhepunkten was drin ist. Was drin ist für Annika zunächst im Viertelfinale, in dem sie auf die Ungarin Timea Karos trifft. Klarer Ippon-Sieg für Würfel, die damit ins Halbfinale einzieht. Dorthin, wo Erik Abramow bereits steht. Sein Halbfinalgegner, der Japaner Tomohiro Ishikawa. Den Abramow aber im wahrsten Sinne des Wortes gut in den Griff bekommt. Wieder rauslässt. Finalticket gebucht. Gut gemacht. Ich muss sagen, relativ unerwartet gut. Aber ja, nehme ich so hin. Auf Annika Würfel wartet im Halbfinale mit der U21-Europameisterin von 2016, Nadezhda Petrovic aus Serbien, ein ganz harter Brocken. Zu hart für Annika Würfel an diesem Tag. Doch noch sind die Medaillenränge für die 19-Jährige erreichbar. Ein Sieg gegen die Niederländerin Naomi van Krevel und der ersehnte Podestplatz wäre geschafft. Und diesmal macht die Wahlberlinerin kurzen Prozess. Ippon nach 38 Sekunden bedeutet Bronze für Annika Würfel. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich mit der Bronzemedaille nach Hause gehen konnte. Die letzten Wettkämpfe, wo ich um Bronze stand, sind dann leider doch noch verloren gegangen. Und ich wollte dieses 5. Platz-Abo jetzt endlich kündigen. Ich wollte das jetzt loswerden und ich bin jetzt sehr erleichtert, dass ich jetzt mit einer Medaille nach Hause gehen kann. Ja. Die Silbermedaille hat Erik Abramow bereits sicher, doch der Potsdamer will mehr. Gegner Jamal Gamsatkanov kommt aus Russland. Und das könnte in den Augen von Bundestrainer Pedro Guedes durchaus ein Vorteil sein. So, Erik, er hat immer gegen die Russen und Athleten gut gekämpft. Ja, er hat eine positive Leistung gegen Russland. So, ich denke, wenn er einen guten Plan in seinem Kopf haben und konsequent sein, er konnte gewinnen. Der Plan von Abramow ist gut. Die letzte Konsequenz fehlt jedoch heute. Der Plan war, dass ich gegen seine Wurfrichtung laufe. Habe ich einmal nicht getan und bin direkt abgeschmiert. Ja, das war mein Fehler, geht auf meine Kappe. Trotzdem, mit Silber und Bronze können die beiden Medaillenkandidaten im Herbst mit breiter Brust zu EM und WM nach Finnland und Marokko fahren. Ha ha ha.